Zeitschrift das klassische Massenprodukt. Bisher zumindest, denn mit der Dezemberausgabe der Cicero, dem Magazin für politische Kultur, hält der Leser eine Weltneuheit in den Händen. Erstmals erscheint ein Magazin mit unterschiedlichen Covern, in der Gesamtauflage von 160.000 Stück. Die Rückseite nutzt BMW zur Präsentation des neuen 1er Coupé und umwirbt jeden Leser mit einer ebenfalls einmaligen Anzeige. Entstanden ist die Idee zu diesem gigantischen Projekt im Verlagshaus Ringier, das in der aktuellen Medienlandschaft nicht zum ersten Mal durch einen kräftigen Schuss Avantgarde auffällt. Die Frage ist, wie kommt man auf so eine Idee? Ja, es gibt eigentlich so fast drei Antworten auf die Frage. Die erste ist, es ist unsere Kaffeemaschine gewesen, die war kaputt. Und dann dachten wir, müssen wir uns über solche Sachen eigentlich Gedanken machen und nicht über richtig lustige, wichtige, tolle, ungewöhnliche, gar nicht schaffbare Projekte nachdenken. Das ist das eine. Das zweite ist, wir werden natürlich immer wieder auch angefragt von Kunden, kann man mal ungewöhnliche, technologisch innovative Konzepte machen. Das war so ein bisschen der Hintergrund, vor dem man da nachdenkt. Und das dritte ist, ja, irgendwo ist das einfach DAFKA, nicht? Also wir hatten irgendwie gedacht, man müsste doch eigentlich mal alle Ciceros mit einem anderen Cover ausstatten. Und was wäre ein besserer Zeitpunkt für ein solches Projekt als das Jahresende? Alle Medien versuchen jetzt, die bewegendsten Momente, die wichtigsten Ereignisse, kurz die Bilder des Jahres zu präsentieren. Das bedeutet, eine kleine Auswahl aus unzähligen Bildern zu treffen. Cicero hingegen zeigt sie alle und schlägt so die Brücke zwischen visueller Informationsflut und dem einzelnen, bedeutenden Moment. Die Zeitschrift wird zum Spiegel der vielfältigen Wirklichkeit. Doch das war den Machern der Cicero nicht genug. Für die wichtigsten Köpfe in Politik, Wirtschaft und Medien erscheint eine VIP-Edition, jeweils mit einem sehr persönlichen Bild des Jahres. Das heißt, 11.000 Cicero-Leser bekommen ein Heft nach Hause geschickt, auf dem sie ihr eigenes Foto sehen. Ganz genau. Ein derart ambitioniertes Projekt benötigt Spezialisten der unterschiedlichsten Disziplinen. Denn der technische, logistische und publizistische Aufwand hinter einem vollständig individualisierten Druckprozess dieser Größenordnung ist gewaltig. Die Herausforderung war im ersten Schritt natürlich das schiere Datenvolumen zu bewältigen. Allein die Cover hatten ein Volumen, das es bei Reuters mehrere Tage gedauert hat, die aus dem System herauszuziehen. Zur Speicherung der gigantischen Bilddatenmengen nutzt Cicero HP Storage Works MSA Speichersysteme mit einer Nettokapazität von 9 Terabyte. 10 HP Workstations liefern die Rechenpower zum Sichten und Verschlagworten der Fotos. Produziert werden die Cover bei CW Color, dem europäischen Marktführer im industriellen Fotofinishing. Hier setzt man schon seit Jahren auf HP Indigo Digitaldrucktechnologie. Für sie sprechen nicht nur ihre hohe Druckgeschwindigkeit und die weitgehende Automatisierung. Sie ermöglicht auch den Druck mit bis zu 7 Farben, perfekte Pantone-Simulation und den Einsatz von Schmuck und Sonderfarben. Das alles garantiert die hohe Qualität, die für das Gelingen des Cicero-Projekts entscheidend ist. Schließlich soll das Cover des High-Value-Magazins den Innenseiten in puncto Perfektion in nichts nachstehen. Der Innenteil der Zeitschrift entsteht in der Druckerei Neef und Stumme. Auch hier erfordert der ehrgeizige Zeitplan die enge Zusammenarbeit aller Beteiligten, damit das Heft pünktlich im Zeitschriftenhandel liegt. Innerhalb kürzester Zeit verwandeln die Offset-Rollen-Druckmaschinen riesige Papiermengen in das Herzstück der Jahresendausgabe. Und das Ergebnis entspricht den hohen Erwartungen. Trotz der unterschiedlichen Druckverfahren wirkt das Magazin wie aus einem Guss. Es geht mir richtig gut, weil das ist wirklich wie wenn ein Kind auf die Welt kommt, glaube ich jedenfalls. Man freut sich einfach über die Hefte, die wir haben. Das Projekt mit 160.000 verschiedenen Covern. Jetzt kommen lauter unterschiedliche Hefte aus der Druckmaschine. Und wir haben sie ja erstmalig lacken lassen. Das sieht einfach aus wie eine, ich sage immer, wie eine Lady of Stilettos. Wie eine Lady of Stilettos. So aufregend kann Print in unserer elektronisch geprägten Zeit sein. Die technischen Möglichkeiten von heute fordern heraus, sie inspirieren aber auch zur Innovation.
Die Entwickler der BMW-Kampagne jedenfalls sind von dem Potenzial begeistert. Toll, dass es so eine Möglichkeit gegeben hat. Also damit sieht man, und das entspricht natürlich auch unserem Agenturgedanken, dass man eben auch neue Wege gehen kann. Das muss nicht immer eine ganz normale Anzeige sein, sondern es gibt diverse Möglichkeiten, wie wir eigentlich unsere Zielgruppe ansprechen können. Als Fallstudie für die Zukunft bezeichnet Trendforscher Matthias Hawks das einmalige Projekt. Einmalig, weil wir gerade erst begonnen haben, die Möglichkeiten des Digitaldrucks auszuloten. Zunächst mal ist es eine sensationelle Erfahrung, weil ja noch nie ein Magazin mit 160.000 verschiedenen Covern gemacht wurde. Noch nie gab es ein Magazin, was 50 Millionen Bilder verarbeitet hat. Und noch nie gab es ein Magazin, das mehr als 10.000 personalisierte Titel produziert hat. Und insofern hat man natürlich ein besonderes Erlebnis, bei so einer Innovation dabei zu sein. Das gelungene Experiment der Cicero-Jahresendausgabe ist ein deutliches Signal für Werbung, Marketing und Verlagswesen. Ganz gleich, ob Jubiläumsausgabe, Sonderheft oder Dialogmarketing, der Digitaldruck schafft das individuelle Angebot für den individuellen Käufer. Ein Massenprodukt, das den Einzelnen erreicht.